Hallo und herzlich willkommen an diesem heutigen Livestream, heute Abend am Dienstag. Und du siehst, ich bin voll wie der Clown unterwegs, heute wieder mal ein bisschen anders. Diese Live-Funktionen, die machen richtig Spaß. Da kann man so viele Dinge ausprobieren. Gestern Kriminaltango, heute das kleine Kätzchen. Ja, und darum geht es auch heute in meinem Livestream. Ich möchte nämlich mit dir darüber quatschen, wie man eine hohe Energie erzeugt im Team, bei der Arbeit und diese Energie halt auch zu Motivation führt. Hallo Inge, hallo Elke, was sagt ihr zu meinem Outfit? Herzlich willkommen. Ja, gerade wir als Unternehmer, wir sind immer in dieser Herausforderung, dass wir unsere Leute, egal ob es Freelancer sind, ob es Festangestellte sind oder auch Kooperationspartner, dass wir halt eine Energie schaffen für diese Leute, die motivierend wirkt. Hallo Oliver, eine Motivationsenergie, wo man sagen kann, das bringt die Leute weiter, die haben Freude, mit mir zu arbeiten, mit mir an einem Strick zu ziehen, die Vision zu erfüllen und auch vorwärts zu gehen im Namen der Firma, für unsere Kunden, für unser Projekt. Ja, und oft höre ich halt auch, dass Geschäftsleute, Unternehmer wie ich und auch Unternehmerinnen davon berichten, ja, sie hätten halt so unmotivierte Leute im Team und es sei so schwierig, die an die Meetings zu bringen und dass sie ihre Sachen gut machen und dass sie innovativ sich zeigen und sich auch von sich aus engagieren. Und ich habe übrigens da einen Kunden von mir, den Patrick Wergold, der hat ein Buch darüber geschrieben, wo er den Mitarbeitern zeigt, wie sie mehr Innovation kreieren und sich besser engagieren können, damit sie halt einfach auch glücklicher sind. Aber jetzt geht es um die andere Seite. Wir als Unternehmer, wir als Führungskraft, wir haben diese Verantwortlichkeit nämlich auch. Wir können ganz viel schon Unternehmen ganz viel machen, dass die Energie steigt im Team, dass man sich morgens freut, wenn man sich trifft, bei der Arbeit, ob es online ist oder offline, ist völlig egal. Ja, ich sehe hier mein Öhrchen, das zuckt immer. Also die Katze hier, die ich präsentiere, ist ganz lustig. Ja, und ich meine, ich mache hier mit diesem Livestream, mit diesen Tests, mache ich mich mal ein bisschen zum Affen vielleicht, aber ich will das auch nutzen, um zu zeigen, man kann ganz viel Spaß und Leichtigkeit auch da in eine Gruppe hineinbringen. Und diese Live-Funktion bietet das jetzt an. Wer weiß noch, wie lange dass das angeboten wird, man weiß es ja nicht. Also man soll halt auch Freude haben, ne? Und du als Chef sollst auch Freude haben, wenn du mit deinem Team zusammenarbeitest. Und es ist wirklich für uns Chefsache, für die Führungskräfte und die Unternehmer, dass die Energie hoch ist, dass die Motivation da ist. Es ist nicht alleine Mitarbeitersache. Aber es ist halt immer auch sehr schnell, egal von welcher Warte aus, behauptet, der andere ist schuld. Ja, und in meinem Live-Seminar, Offline-Seminar Ende Oktober hier am schönen Hallwilersee, trainieren wir und schauen wir halt an und erkennen auch, wie viel wir Unternehmer da machen können, damit die Energie hoch ist. Ich habe zum Beispiel in meiner Teamaufbaugruppe habe ich eine Umfrage gemacht und habe gefragt, was bringt deiner Meinung nach die Tatsache, im Leadership, in der Führung, in der Art, wie wir führen, die Energie hochzuhalten. Was bringt uns das? Und die meisten waren sich einig, haben gesagt, die Menschen sind motivierter und sie geben sich auch Mühe, diese Energie hochzuhalten. Also sie bringen sich eher mit ein, wenn sie merken, der Chef oder die Führungskraft ist motivierter, geht morgens mit einem Lächeln zur Arbeit, begrüßt einen. Ich meine zum Beispiel, ich habe ja mit meinen Leuten Online-Kontakt, aber dass man nicht sofort übers Business spricht und sofort harte Fakten und am schlimmsten ist, wenn man sofort Kritik bringt, womit man nicht zufrieden ist, ja? Sondern dass man vielleicht zuerst fragt, wie geht es dir denn, dass dieser Mensch halt als erstes den Platz kriegt und man sich darum kümmert, ohne in einem Drama zu suhlen, sondern einfach einen kleinen privaten Chat, einen kleinen Austausch. Und das ist völlig egal, ob das online oder offline ist. Es ist einfach so, so wichtig, dass man diesen Aspekt der Menschlichkeit dem anderen zeigen, ich sehe dich und du bist mir wichtig, dass man das halt mit berücksichtigt. Und das hebt schon sehr wohl die Energie mit an. Was die Umfrage auch ergeben hat, die Führungskräfte haben abgestimmt, sind sich einig,
dass die Leute dann gerne in meiner Energie sind als Unternehmer und Unternehmerin. Also sie lieben es, bei uns zu sein. Jetzt stell dir vor, das sind Mitarbeiter und die sind doch viel motivierter, stehen morgens lieber auf, wenn sie wissen, der Chef ist auch guter Laune und gibt sich auch Mühe, die Team-Energie hochzuhalten. Und die gehen doch auch mit einem Lächeln aus dem Bett und kommen so zur Arbeit. Und es ist, wie gesagt, völlig egal, ob die Arbeit online oder offline ist. Ja, und was sie auch noch abgestimmt haben, sie sind sich einig, dass es den Menschen gut tut, dass wir als Vorbilder die ersten Schritte tun, um diese Energie in der Gruppe hochzuhalten, im Team hochzuhalten. Und ich habe auch gehört noch, dass es die klare Meinung ist, dass wenn man das als Führungskraft macht, die Energie hochzuhalten, dass tatsächlich auf beiden Seiten auch Zeit gespart wird. Ne? Und das sehe ich auch so. Also wer sehr motiviert unterwegs ist und zum Beispiel zuerst das Teammitglied fragt, hey, wie geht's dir? Und man spürt, das meint man wirklich, diese Frage, und der andere kann darauf antworten und spürt sich auch, fühlt sich gesehen und erkannt. Da meint man als Unternehmer zuerst, ja, aber das frisst mir ja Zeit weg. Jetzt nochmals 5 Minuten, bis wir auf den Punkt kommen. Und ich kann dir aus Erfahrung sagen, das frisst gar nicht Zeit weg. Das meint man nur zu Beginn. Nachher ist nämlich das Feld offen, die Energie ist schöner. Der Mitarbeiter freut sich, gesehen geworden zu sein und fühlt sich auch anerkannt, fühlt sich ernst genommen, fühlt sich in dem Sinne auch individuell abgeholt, ne? Und gehört. Und dann kann man sogar mit Kritik kommen. Ja, und über Kritik spreche ich mit dir im nächsten Livestream, wie man als Unternehmer und Führungskraft kritisieren kann, ohne zu verletzen. Weil das ist nämlich auch ein sehr heikles Thema. Sehr oft getraut man sich da nicht. Man hat ein Team aufgebaut, man hat Leute da, die engagieren sich auch. Die Energie ist sicher auch hoch, ne, was wir heute durchgenommen haben. Aber dann gibt es immer mal was, was man verbessern kann. Und wie sage ich ihm das jetzt? Das schauen wir beim nächsten Livestream an. Wenn dich das interessiert, dass du einerseits, wie ich gestern erwähnt habe, deine Intuition klar Schiff machst, dass du deine feinstofflichen Antennen, wie du die Leute besser einschätzt, aber auch, wie ich es heute erzählt habe, dass du lernst, wie du regelmäßig die Energie in deinem Team hochhalten kannst und sie so automatisch dazu bringst, die Leute, dass sie viel motivierter sind und sich richtig engagieren für dein Unternehmensziel, ja, dann könnte das Offline-Seminar Ende Oktober für dich sein. Am 20. und 21. Oktober veranstalte ich in der Schweiz ein Trainingsseminar an wunderschönster Lage in einem schönen Wellness-Hotel. Und dafür kannst du dich noch bis Freitag anmelden. Das sind die letzten Tage. Am Freitag haben wir dann auch schon gleich den ersten Live-Call zum Training. Das wird vorab gehalten, damit du schön vorbereitet bist. Du kannst dich nachher anmelden mit dem Link, den ich unten und oben ins Video reinstelle. Schaust dir das in Ruhe an. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du mit dabei bist. Ja, es bleibt mir nur noch einen schönen Abend zu wünschen und ganz im Sinne der Leichtigkeit. Mach doch auch mal so was Lustiges. Das macht Spaß und hilft einfach die Stimmung. Ich wünsche dir noch einen wunderbaren Abend. Tschüss!